So, hallo liebe SRN-Freunde, hallo. Wir sind wieder zurück aus Malle und ja, sind in Schweinfurt heute rumgelaufen und ich sage euch, ja, das ist ja hier arschkalt. Die Sonne scheint ja fast, sieht ja wohl aus wie in Malle von der Sonne her, aber mein Gott, der Wind, das ist ja gefühlte 10 Grad unter Null, ne? Also Leute, ne, wenn ich könnte, ich würde mich wieder in den Flieger setzen und zurück nach. Ne? Ich bin ja froh, dass wir im April machen wir nochmal eine Testreise und da geht es nach Greta und ich glaube, da wird es ein bisschen wärmer werden. Ich hoffe, jetzt ist ja bald Ende Februar, jetzt darf es ja langsam ein bisschen wärmer werden. Petrus da oben, bitte. Na, ja. Und dann kommen wir heim und dann schauen wir im Fernsehen rein. Was hören wir? Neue Nachrichten von der Flinten-Uschi. Die Flinten-Uschi hat total versagt auf der ganzen Linie. 50% oder noch mehr von unserer Panzer sind nicht einsatzfähig. Von unserer 6 U-Boote sind wie viel nicht einsatzfähig? Oder sag mal andersrum, von diesen 6 U-Booten, wie viele von diesen U-Booten fahren denn überhaupt oder können wir denn verwenden? Was meint ihr denn? Kein einziges. Und so geht's weiter und so geht's weiter und so geht's weiter. Leute, die Bundesrepublik Deutschland wird ja langsam zur Lachnummer auf der Welt. Ne? Erst der Berliner Flughafen, der ja ewig nicht fertig wird. Made in Germany. Ne? Nix ist. Ne? Die bringen ja nicht einmal so einen Scheißdrecksflughafen fertig. Ne? Also, ey, die Berliner, die können sich mal was abschneiden von uns aus München. Ne? Also, lassen wir das Thema. Ne? Weil da fehlen mir sämtliche Worte. Und jetzt geht's also weiter mit der Bundeswehr. Da sind wir in der NATO und sollen ja nächstes Jahr sollen wir Führungskraft werden in der NATO. Und unsere Bundeswehr, die müssen sich im Baumarkt ihr Material holen, damit sie ihr Waffen und ihr Zeug ausrüsten können. Ich lach mich ja tot, weil ich das angeguckt habe im ZDF. Ich habe gedacht, ich breche vom zusammen. Ich habe gerade voll von der Couch runter vor Lachen. Also sowas. Also wenn wir schon eine Bundeswehr uns leisten, ich meine, ob wir überhaupt das, die brauchen, ist ja sowieso dahingestellt. Aber wenn wir so uns leisten, dann soll sie wenigstens einsatzfähig sein. Also das ist ja eine Lachnummer ohne Ende. Ein Industriestaat wie die Bundesrepublik Deutschland und noch nicht einmal arm und hat so ein Militär. Also entweder wir schaffen das Militär ab, dann ist okay. Aber wenn wir uns die Bundeswehr leisten, liebe Flinten-Uschi, dann zeige auch dafür, dass dieses Militär auch einsatzfähig ist. Hä? Dass die Fliege, die Hälfte oder wie viel von der Fliege können gar nicht fliegen. Da brauchen wir doch keine Fliege, wenn die nicht fliegen können. Ja, leck mich doch am Arsch, du. Das ist ja so, als wenn eine Firma 50 Autos draußen stehen hat, wo der 50 Autos fahren muss, 3. Na, das ist doch, da kannst du ja was lachen, du. Da kannst du ja was lachen. Naja, und dann, Erdogan, ne? Mein Freund der Erdogan. Mein Freund der Erdogan. Ich sag's nochmal, mein Freund der Erdogan. Können die ja schon wieder kotzen, du. Na? Also in den Syrien, also was da an Bomben runtergeworfen wird, was da an Material vernichtet wird. Ich denke, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Das ist ja schon Stellvertreterkrieg zwischen Russland und Amerika oder zwischen Iran und Saudi-Arabien oder was Gott was alles. Na? Schiiten und Seiden oder wie die alle heißen. Na? Ne, Sunniten und Schiiten, so rum, ne? Und die hauen sich da gegenseitig auf die Köpfe. Also, wie kann man denn wegen einem Glauben so einen Krieg vom Zaun zetteln, ne? So anzetteln, ne? Wie kann man denn überhaupt Menschen umbringen wegen irgendeiner Weltanschauung oder irgend sowas? Mein Gott, ich versteh's nicht, ich versteh's nicht, ne? Ich versteh's nicht. Und der Erdogan, denn seine Grenzen waren noch in keiner Weise bis jetzt bedroht. Kein einziger ist von Syrien rüber in die Türkei einmarschiert und hat gesagt, so, jetzt nehmen wir mal ein Stück von der Türkei in Beschlag. Kein einziger. Aber der Erdogan schmeißt Bombe für Bombe dann über in Syrien ab, ne? Und Granaten und Zeug. Jetzt, na klar, es tut natürlich der Machthaber von Syrien da, der Vogel da, der tut natürlich jetzt auch, sagt, ja, wenn die Türkei Syrien angreift, dann werde ich mich wehren. Weil in dem Fall wird es ja dann ein nationaler Krieg. Weil die Türkei greift ja nicht die Kurden an, sondern die Türkei greift in dem Fall dann die Syrien an. Und dann ist das ja für den eine nationale Auseinandersetzung. Schon mal darüber nachgedacht. Und die Türkei und die Kurden werden ja von Amerika unterstützt und der Türke greift die Kurden an.
Ein Wirrwarr. Weißt du was? Am besten wäre es, man wird ja da mal überhaupt geworfen, mein Gepp. Man wird einfach mal den Nachschub einstellen. Weil wenn die gebomben hätten, keine Raketen mehr hätten und keine Munition mehr hätten, dann müssten sie irgendwann Steine werfen. Aber das ist ja ein Riesengeschäft, gell? Es ist ja ein Riesengeschäft. Was meint der, was unsere Wirtschaft daran verdient? Dass da drüben unsere Munition verschossen wird. Dass da drüben mit unseren Mitteln gekämpft wird, mit unseren Panzern und was Gott was alles. Mein Gott, sogar Deutschland verdient an diesem Krieg in Syrien Geld. Über Saudi-Arabien. Weil wir liefern ja Waffen an Saudi-Arabien. Die Saudi-Arabier liefern an der anderen Waffen. Und ja, oder die Türkei, ne? Liefern wir Waffen und die Türkei. Ach, lass mir das. Weil das kannst du gar nicht mehr nachvollziehen. Wie, was, wo und warum, ne? Auf jeden Fall verdienen wir auch dran, ne? Ja, da braucht man nicht zu meckern, wenn da die Flüchtlinge kommen. Da brauchen wir nicht zu meckern und so beschweren. Ne? Also ich glaube langsam, unsere ganze Politik, die haben alle was an der Schüssel. Echt, die haben alle was an der Schüssel. Ja. Und dann mit den Trump auch guck. Den Trump, jetzt hat er seine Frau betrogen, wie ich gehört habe. Ich sag zu dem Trump, sage ich überhaupt nichts mehr. Weil das ist für mich der größte Versager der Menschheit im 20., 21. und 25, bis zum 25. Jahrhundert. Also, und damit höre ich jetzt auf, sonst kotze ich mal ganz Auto voll. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, dass es langsam ein bisschen wärmer wird. Ne? Also, tschüss.